Willkommen beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp und wir schauen uns wieder gemeinsam ein Verb mit einer Präposition an. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und auch die Glocke und schau dir meine Internetseite an, www.germanistikum.com. Das Verb, was wir uns heute anschauen, lautet zwingen zu plus Dativ. Das erste Beispiel. Heute musste sich Anastasia zum Lernen zwingen. Unser Verb lautet zwingen. Die Präposition lautet zu. Und zu wem musste sich Anastasia zwingen? Zum Lernen. Lernen steht hier im Dativ. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und denkt euch, boah, ich habe gar keine Lust, heute zu lernen. Null. Aber ihr wisst, es ist trotzdem wichtig, dass ihr lernt, also macht ihr das. Ihr sagt zu euch selber, du musst heute lernen. Los, lernen. Also Anastasia macht etwas, was sie eigentlich gar nicht machen möchte, aber sie weiß, dass es gut ist. Sie zwingt sich, etwas zu tun. Das zweite Beispiel, es ist ein Sprichwort im Deutschen und das heißt, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Unser Verb ist zwingen. Die Präposition lautet zu. Und zu wem kann man niemanden zwingen? Zu seinem Glück. Seinem Glück steht im Dativ. Manchmal, wenn man sich unsicher ist, wenn man zweifelt, weiß man nicht genau, was man jetzt tun soll, was gut für einen ist. Aber Freunde, Bekannte und Verwandte um einen herum wissen oftmals besser, was gut für einen ist. Und die erzählen einem dann, mach doch lieber das und wenn du es so machst, ist es auch besser. Aber oftmals macht man das dann nicht. Das heißt, niemand kann jemand anderes zu seinem Glück zwingen und sagen, mach das so, du musst es so machen, du hast keine andere Wahl. Sondern man entscheidet immer selber. Ich hoffe, ihr müsst euch nicht dazu zwingen, meine Videos zu schauen, sondern macht es freiwillig und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.